Ja, ich hoffe, ihr könnt es mich alle halbwegs verstehen. Ich habe ziemlich alle Hohlräume in meinem Kopf mit unappetitlichen Dingen gefüllt. Ich höre mich selber nicht besonders gut. Das Thema, mit dem ich euch jetzt aus der Mittagsliturgie wiederholen darf, ist das Thema Backups. Der Foliensatz ist nicht ganz frei von Fehlern. Der erste Fehler ist auf der ersten Folie das Datum und sämtliche anderen Tippfehler unterliegen der GPL und dürfen nur weiterverwendet werden bei Namensnennung und ohne weitere Änderung. Ja. Also ich erzähle halt was über Backup und auch die Idee, dass man Backups wiederherstellen können sollte. Das heißt einerseits, wenn wir die Frage beleuchten, wozu machen wir überhaupt Backups? Wovon sollte man Backups machen? Mit welchen Mitteln? In welchen Intervallen? Auf welchen Medien? Und last but not least die Frage, kann ich die Backups wiederherstellen? Ich erspare uns jetzt diese Fragespielchen, wer hat denn alle schon ein Backup gemacht? Hand hoch, ist schon wieder recovered, ja, Hand hoch und wer hat wirklich das gemacht? Ich glaube, das ist ein Thema, das sehe kaum Millennials im Raum. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns allen halbwegs bewusst ist und ein bisschen Erfahrung haben. Insofern kommen wir vielleicht ein bisschen auch in einen Austausch. Und ich präsentiere da jetzt nicht nur Dogmen, sondern wer auch auf an ein bisschen Feedback dann dort interessiert. So, was bringt mich überhaupt dazu, dass ich hier stehe und euch was über das Thema erzähle? Ich mache das Ganze nicht erst seit gestern, ich bin schon eine Weile im IT-Bereich tätig, mit freier Software sowieso, und bin derzeit IT-verantwortlich in einem Verlag, wo mir unter anderem auch die Verantwortung obliegt, über 20 Terabyte an Rohdaten, die dann zu Büchern regelmäßig werden, zu sichern und tatsächlich auch mehrmals wöchentlich davon Daten wiederherzustellen. Das kommt durchaus auch vor. Ja, so. Warum soll man Backups machen? Das ist, kennen wir eh alle, also irgendwo mal was programmiert, geschrieben, geändert, gespeichert oder nicht gespeichert, hat gestern funktioniert, funktioniert heute nicht mehr, oh je, ich habe die Version von gestern nicht mehr, fällt mir nicht mehr ein. Die klassischen Gründe, warum man Backups machen sollte, sind einerseits natürlich der Hardwareausfall, kann eine Festplatte, ein Rechner, ein RAID-System versterben und die Daten, die darauf befindlich sind, mitnehmen. Das ist aus meiner Erfahrung, in den letzten eineinhalb Jahrzehnten, seit Hardware halbwegs ernsthaft zuverlässig geworden ist, ist das aus meinem Alltag kein Thema mehr. Also Backup wiederhergestellt, weil irgendwann eine Festplatte aus dem RAID-System verstorben ist oder weil ein Band nicht mehr lesbar war. Wobei Band nicht mehr lesbar war, kann man für Backup wiederherstellen. Das trifft eigentlich kaum mehr zu. Softwarefehler, das kommt schon eher vor. Also einerseits kann natürlich das heißgeliebte Office-Programm plötzlich grundlos versterben und die aktuelle Datei mit sich nehmen und vielleicht nur noch einen kümmerlichen Rest auf der Festplatte zurücklassen. Es gibt auch immer wieder mal Updates, die, nachdem wir sie gemacht haben, das System in einem nicht mehr brauchbaren Zustand zurücklassen. Dann wäre es auch gut, wenn man den Zustand davor wiederherstellen könnte. Das ist vor allem bei Serversystemen natürlich interessant. Software soll auch manchmal Fehler haben und einfach so fehlerhaft Daten zerstören. Und was im letzten Jahr ja ganz modern war, diese ganzen Krypto-Trojaner und Ransomware-Geschichten, kommt immer wieder auch mal vor, dass eben Daten aufgrund von bösartigem Softwareverhalten nicht mehr lesbar sind oder auch gar nicht mehr da sind. Und dann ist auch ganz gut, wenn man statt sich damit zu beschäftigen, wie man jetzt ein paar Bitcoin herkriegt, um den Schlüssel für seine Daten wiederzukriegen, einfach kalt lächelnd das Backup vom letzten Tag wieder einspielt. Das ist ein Fall, den ich tatsächlich in den letzten eineinhalb Jahren einmal erlebt habe. Dass wir so durch Unachtsamkeit von einem dieser Freunde, ich weiß nicht mehr, ob es der Lockley war oder irgendeiner von seinen Kompagnons, betroffen waren. Und das war dann relativ schnell wiederhergestellt, der Zustand davor.
weitaus wichtiger, und da gehören eigentlich die Krypto-Trojaner eh dazu, weitaus wichtiger aus meiner Sicht sind die Layer-8-Probleme. Also auch als ID-10T-Probleme bekannt. Das Problem zwischen Tastatur und Sessel, das ist doch noch das Größte. Und ich habe in meiner ganzen Zeit als IT-Verantwortlicher noch nie, wirklich noch nie eine Maschine von, wie man so schön sagt, Bare Metal wiederherstellen müssen. Es kommt aber mindestens einmal in der Woche vor, dass wir derzeit bei uns im Verlag Daten wiederherstellen, die Nutzer irrtümlich gelöscht haben oder mit falschen Daten überschrieben haben. Also das wird sehr häufig unterschätzt aus meiner Sicht. Bei Backup-Strategien, die Backup-Zyklen haben von einer Woche oder so, kann man dann nur sagen, ja okay, wir sichern jeden Freitagabend, was du am Montag geschrieben hast und am Donnerstag gelöscht hast, das hat niemals ein Backup-Band gesehen, das können wir nicht wiederherstellen, das greift da vielleicht zu kurz. Und böswillige Manipulation gibt es natürlich auch. Kann sein, dass Menschen nicht nur in Form von Malware Böses streuen, sondern dass wenn Mitarbeiterfirmen, also Unternehmen verlassen im Streit, dann kann natürlich auch sein, dass da Daten mutwillig verändert werden. Und dann ist es auch ganz gut, wenn man das wiederherstellen kann. Ja, gesichert wird jetzt irgendwo auf verschiedene Medien. Da gibt es auch verschiedene Arten. Da gibt es die Bandsicherung, das ist meines Wissens auch das älteste Backup-Medium überhaupt. Ist meines Erachtens nach auch immer noch das tauglichste Medium. Warum, erkläre ich dann später. In meiner Laufbahn habe ich viele optische Medien schon gesehen, da ein paar Abkürzungen, CD, MO, magneto-optische Medien, falls ich da noch mehr erinnern kann, hat ein kurzes Highlight, PD, DVD, Blu-ray Medien, die gibt es alle als Backup-Medien, heutzutage sind die alle lächerlich klein für Mediendaten und für, also wie gesagt, das ist das Verlag, wir haben über 20 Terabyte Daten zu sichern, da kommen wir mit DVDs nicht weit. Ein weiteres Problem, das die optischen Medien haben, wenn sie beschreibbar sind, ist, dass der Schreibvorgang ja über Manipulation eines kristallinen oder pseudokristallinen Layers passiert und dass das nicht unumkehrbar ist. Das heißt, diese Medien, die Sicherungsmedien, haben eine begrenzte Lebensdauer, die sind dann irgendwann nicht mehr lesbar. Was auch unheimlich beliebt ist, sind Backups auf Disks. Das heißt, ich habe mein Storage-System und ich habe daneben vielleicht im gleichen Rack oder drüber drunter im gleichen Rack oder im gleichen Serverraum ein Backup-System, ein zweites Storage-System und ich mache da einfach meine Sicherungen da drauf. Im Privatbereich USB-Platten, externe Festplatten sind natürlich auch praktisch zur Sicherung oder diese NAS-Systeme, die man da jetzt eigentlich im Supermarkt für alle Dinge mit Kabel dran recht billig kaufen kann. Sind ganz praktisch, sind ganz angenehm, weil man sie recht einfach installieren kann. Man kann sie das System sehr einfach verstehen, sie sind kostengünstig. Sie haben aber einerseits das Problem, dass es halt auch nur Platten sind und Festplatten haben bewegliche Teile, sofern es noch Festplatten sind und nicht SSDs, haben bewegliche Teile und wenn sich die tagtäglich bewegen, dann bewegen sie sich irgendwann nicht mehr und dann kann ich die Platte auch nicht mehr lesen. Ein interessanter Punkt da dazu, mit jemandem neulich mal gesprochen habe, ist Backup auf SSDs, ist eine durchaus interessante Option. Weil es gibt natürlich noch keine wirklichen Langzeituntersuchungen dazu, aber SSDs natürlich, wenn sie nicht beschrieben werden, eine theoretisch nahezu unbegrenzte Lebensdauer haben. Also als Write-Once-Medium sind sie nicht ganz billig, aber sie sind möglicherweise sehr, sehr lange haltbar in der Form und ähnlich einfach anzuhaben wie Festplatten. Backup in die Cloud, ja. War gestern nicht da, aber das wäre wahrscheinlich gestern ein großes Thema gewesen, wenn ich mir so die Vortragsliste durchgeschaut habe. Zu dem Thema habe ich eine sehr reservierte Einstellung. Da muss man sich halt wirklich überlegen, ob die Daten dort wirklich gut aufgehoben sind. Je nachdem, was man jetzt unter Cloud versteht, das ist natürlich auch ein käsiger Begriff. Also wenn ich das jetzt irgendwo bei einem großen Anbieter, Rechenzentrumsanbieter über dem großen Teich hinsichere, die Daten, dann wird wohl gut aufgehoben sein. Die Frage ist, ob es da noch meine Daten sind. Und wenn es den aber nicht mehr freut, nicht mehr gibt, ist die Frage, ob ich die Daten wieder zurückbekomme. Aber da kommen wir zum Wiederherstellen. So, die Backup-Methode, das klingt jetzt auf den ersten Blick trivial, beziehungsweise in der Zeit, wie ich mich angefangen habe, mit IT und Daten wirklich ernsthaft zu beschäftigen, war das alles kein Thema.
weil ja, man hat halt ein paar hundert Megabyte zu sichern gehabt. Und ja, dann trennt die Sicherung halt einmal in der Nacht. Das ist ja gut. Aber heutzutage ist die Nacht immer kürzer. Arbeitszeiten werden immer weiter ausgedehnt. Also bei uns gibt es Leute, die kommen um 6 in der Früh. Und um 22 Uhr ist man auch selten allein in den Unternehmensräumlichkeiten. Das heißt, die Backup-Fenster werden immer kürzer, wenn ich die Maschinen sichern kann, ohne dass ich den Betrieb beeinträchtige. Und das reine Kopieren der Daten wird immer aufwendiger. Ich habe hier Kopieren, Synchronisieren hingeschrieben. Kopieren ist im Prinzip dummes Bit für Bit vom Produktivsystem auf das Backup rüberzuschreiben. Das wird zunehmend schwieriger, weil die Datenmengen größer werden und die Datentransferraten nicht im gleichen Maß steigen, meiner Erfahrung nach. Synchronisieren wäre jetzt ein intelligenter Ansatz. Das ist, wer Rsync kennt, da wird einfach werden jeweils nur die Änderungen übertragen. Gibt es auch bei den Dateisystemen natürlich die verschiedenen Metadaten aus der Datei. Ich kann ja schauen, wann ist die Datei zuletzt mal beschrieben worden, wann ist sie das verändert worden. Ich kann diese Daten auswerten. Überlegen sollte man sich auch, wann man das jeweilige Backup ansteuert. Das kann jetzt im Privatbereich manuell sein. Ich habe zum Beispiel in meinem Kalender jeden ersten Sonntag im Monat klingelt mich mein Kalender an und sagt, hast deine Daten schon gesichert? Das heißt, dann lege ich dann daheim, stecke die USB-Platte an und schreibe die Home Directories vom PC da drauf. Das geht im Privatbereich ganz gut. Da wäre mir alles andere irgendwie zu aufwendig. In der Regel, dort wo man eben im Serverbereich unterwegs ist, ist natürlich zeitgesteuertes Backup am einfachsten und am sinnvollsten. Und dann gibt es natürlich anlassbezogenes Backup in dem Moment, wo ich ein großes Update auf meinem System fahre oder so, dann sollte man vielleicht vorher mal einen Snapshot und eine Sicherung ziehen. An Werkzeugen gibt es natürlich auch eine große Auswahl. Unter Linux ist das mit TAR, Async, CPIO, ich weiß nicht, was es da alles an SCP, was es da an Bordmitteln in jeder Linux-Distribution mitgibt. Die Windows-Welt hat mit Robocopy jetzt auch endlich einmal ein Tool, das halbwegs sinnvoll Daten kopieren kann, ohne Metadaten zu verlieren und ohne Zeitstempel zu zerstören und das dabei auch suchen kann nach Daten, die bestimmtes Alter haben. Und damit kann man sich seine eigene, mehr oder weniger private, selbstgezimmerte Backup-Lösung ganz gut schnitzen. Das funktioniert sehr gut. Das ist sehr einfach. Das ist bei großen Datenmengen und wenn man beim Restore irgendwie komplexere Anforderungen hat an die Frage, welche Daten ich wiederherstellen will, ist das mitunter recht mühselig. Wenn ich jetzt mit TAR meine Files einfach wegsichere, dann muss ich beim Recovern immer das gesamte Archiv durchsuchen, um herauszufinden, wo habe ich denn eine Datei in einer Version, die ich brauchen kann. Wenn ich zum Beispiel irgendeinen Source Code-File verändert habe und ich weiß, vor 2 Wochen hat es noch funktioniert, heute funktioniert es nicht mehr, ich weiß aber nicht, wann die letzte Änderung da vorgenommen worden ist, dann müsste ich jetzt von jedem Tag das TAR-File durchschauen und mir die Timestamps anschauen. Da ist es dann sinnvoll, wenn man einen Katalog hat, wenn man die Metadaten mit sichert. Ich habe mich mit solchen Systemen auch einmal befasst früher, habe mir gedacht, ja okay, TAR ist schön, aber ich schreibe halt dann diesen File-Katalog, eine Art ls-l parallel in den File und speichere das ab und kann ich dann dort suchen und dann ist man relativ schnell an einem Punkt, wo man sagt, naja, eigentlich gibt es jetzt genug echte, ernsthafte Backup-Software, die man da verwenden kann. Da gibt es auch wieder für den Einzelplatz und Privatbereich das Back-in-Time, das ganz praktisch ist. Das ist ein GUI-Tool, wo ich meine Daten auf eben NAS-Speicher oder externe Festplatten synchronisieren kann. Das im Prinzip einen Abgleich zwischen diesen beiden Orten macht und mir dann auf der Sicherung verschiedene Generationen aufhält. Das kann man einstellen. Das ist alles ganz lieb. Schaut schnuckelig aus und wie gesagt, für einen Einzelfall, Einzelanwender ist das durchaus praktikabel. Mit Eckeler und Amanda kommt man dann schon eher in den ernsthaften Bereich, wo ich tatsächlich einen vollen Metadatenkatalog habe auf einer Datenbank liegen, wo ich dann ernsthaft nach bestimmten Eigenschaften meiner Dateien suchen kann zum Wiederherstellen. Die können dann auch verschiedene Speichermedien bedienen, verschiedene Generationen von Speicher, also von Backups bedienen.
Mit SAP ist man dann schon im Grenzbereich zwischen proprietärer kommerzieller Software. Also SAP ist eine Backup-Lösung, die, also jetzt gar nicht, ob es davon tatsächlich eine vollkommen freie Variante gibt, aber die halt im Linux-Umfeld sehr weit verbreitet ist. Und dann eben im rein proprietären gibt es halt Backup, Exec und diese ganzen Platz hier schon. Der Vorteil an Backup-Software mit Hersteller-Support möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, ist, wenn die Daten wirklich alle Daten, sonst hätten wir sie nicht geschrieben, wenn dem Datenverlust ein bezifferbarer Wert entgegensteht, wenn ich sage, wenn ich die Daten nicht wieder habe, dann verliere ich so und so viele 1000 Euro, weil dies und jenes, dann ist es oft ganz hilfreich, dass man in so einem Fall auch jemanden hat, der, wenn was schief geht bei der Sicherung oder bei der Rücksicherung, dass man auch jemanden in der Hinterhand hat, der dann helfen kann. Weil es kann natürlich auch sein, dass so ein Katalog fehlerhaft ist von der Sicherung oder dass irgendwelche anderen Dinge schief gehen. Ja. Gut. Wichtige Eigenschaften von einem Backup sind natürlich, das ist auch wieder trivial, aber wenn wir gleich sehen, ist es nicht so ganz einfach immer. Also Backup muss natürlich vollständig sein. Ich will alle meine Daten sichern, die wichtig sind. Backup soll natürlich aktuell sein. Sicher verwahrt wäre auch eine gute Idee und wiederherstellbar. Aber wenn ich das nicht gewährleisten kann, dann brauche ich es eigentlich nicht machen. Aber bei der Frage, was ist ein vollständiges Backup? Also ein Backup ohne Mauszeiger in der Mitte. Ein vollständiges Backup ist leicht gesagt, aber was muss man da wirklich dazu nehmen? Ein Problem ist meistens, dass die Backup-Medien natürlich nicht ganz kostenlos sind und in ihrer Kapazität auch beschränkt sind. Jetzt möchte ich aber nicht nur eine Sicherung haben, sondern ich möchte möglicherweise Sicherungen aufheben. Und irgendwo muss ich mir dann überlegen, sichere ich wirklich immer alles und was ist alles? Also einerseits gibt es da die Nutzerdaten, die ich halt am File-Server, im File-System habe. Ich habe dann eventuell Mailboxen zu sichern, ich habe synchronisierte Mobildevices zu sichern. Ich habe Konfigurationsdateien zu sichern, wenn ich komplexe Anwendungen in meinem Netzwerk laufen habe, dann möchte ich vielleicht auch deren Konfiguration gespeichert wissen. Ich möchte wissen, dass ich auf ein gewisses Konfigurationsset wieder zurücksteigen kann. Es kann sein, dass sich Änderungen in der Konfiguration ja subtil und erst im Laufe der Zeit auswirken oder dass sich Fehler dort erst im Laufe der Zeit bemerkbar machen. Das heißt, ich administriere mein System, ich mache irgendwelche Änderungen, schaut im ersten Moment alles gut aus, aber dann gibt es irgendwelche periodischen Ereignisse, die einmal im Monat auftreten oder so und die gehen dann katastrophal schief. Dann wäre es echt gut, wenn ich auch meine Konfiguration von damals wiederherstellen kann, ohne gleich das komplette System inklusive aller Nutzdaten wiederherzustellen. Also ein kompletter Dump von allen Festplatten auf ein Backup-Medium ist manchmal einfach nicht der richtige Weg, weil ich vielleicht nur die Konfiguration wiederherstellen will und nicht die Daten. Die Daten will ich vielleicht behalten. Was habe ich da noch Schlaues aufgeschrieben? Ja, bei der Konfiguration ist natürlich, wird irrsinnig oft ganz gern vergessen, die Netzwerkgeräte zu sichern. Die Zeiten, wo ein Netzwerk aus einem einfachen Switch und ein paar Netzwerkkarten und ein paar Servern bestanden hat, die sind, glaube ich, in den meisten Netzwerken vorbei, die eine halbwegs Größe haben. Man hat VLANs, man hat Layer-3-Konfigurationen, man hat alle möglichen, also recht komplexes Setup in den Konfigurationen, spezielle Routen, VPN-Verbindungen und dergleichen mehr. Und wenn diese Konfiguration verloren geht, dann kann das auch ziemlich lange Stillstände nach sich ziehen oder auch massive Sicherheitsprobleme mit sich führen, wenn auf einmal alle Netze zusammengeschalten werden und jedes System mit jedem anderen reden kann, egal ob es im LAN oder DMZ oder draußen im großen, weiten Netz ist. Und auch bei den Druckern werden ganz gern vergessen. Also irgendein kleiner Tintenspritzer am Schreibtisch ist jetzt weniger interessant. Wie gesagt, ich bin in der Verlagsbranche unterwegs. Wir haben recht große Drucker, die relativ viele Dinge können. Und bis die so tun, wie man das von ihnen haben will, da geht eine Zeit ins Land. Also nachdem der Hersteller das Gerät angeliefert hat und bis es so arbeitet, wie wir das brauchen, ist bei den aktuellen Modellen mitunter 2 bis 3 Wochen Justage und immer wieder Ausprobieren der Einstellungen vergangen.
Und das möchte man sich auch nicht wieder antun, wenn irgendwas da schief geht. Also ist auch dort Konfiguration zu sichern sinnvoll. Datenbanken und Backup, das ist überhaupt ein lustiges Thema, weil das auch zunehmend komplexer wird, weil auch immer weniger Sicherungsfenster zur Verfügung stehen. Also in einer klassischen 9-to-5-Firma, wo halt in der Früh die Arbeit losgeht, am Abend ist sie aus und dann macht niemand mehr was in der Buchhaltung und es macht auch sonst irgendwo niemand mehr was, dann kann ich dann um 22 Uhr anfangen, meine Datenbank einfach geordnet zu sichern und alles ist gut. Wenn ich einen Webshop betreibe, dann kann es doch sein, dass jemand um 3 Uhr in der Früh auf die Idee kommt, doch glatt bei uns was kaufen zu wollen. Und dann kann er nicht in dem Moment die Datenbank wegsichern, weil die eventuell einen unkonsistenten Zustand hat. Und das stellt dann am Datenbanksystem natürlich auch ganz besondere Herausforderungen und auch an deren Backup-Konzept. Also ich kann dann einfach zu jedem Zeitpunkt einen Dump der Datenbank fahren und sagen, ja, die ist eh konsistent oder schlimmer noch, einfach das Datenbank-File eigentlich am Filesystem wegsichern. Das kann, also die Sicherung wird auf jeden Fall funktionieren, keine Frage. Aber das kann später zu unangenehmen Überraschungen führen. Ja, dann gibt es natürlich im Webbereich die Content-Management-Systeme, Mediendatenbanken und dergleichen mehr. Beim Betriebssystem kann man sich jetzt auch überlegen, was will ich denn eigentlich sichern? Wenn man jetzt ein proprietäres Betriebssystem hernimmt, mit dem ich nicht viel wirklich in die Tiefe tun kann, also wahrscheinlich am besten, ich sichere einfach das ganze Ding 1:1 weg und sichere es vollständig inklusive aller Patches und so weiter. Da kann ich halt den jeweiligen Stand wiederherstellen. Bei Linux-Systemen würde ich eher so weit gehen, zu sagen, ich sichere eigentlich nur eine Systembeschreibung, weil ich mir hoffentlich vorher Gedanken gemacht habe, wie mein System richtig konfiguriert ist und das auch richtig dokumentiert habe. Und dann hat man vielleicht mit Tools wie Puppet, FAI, CF Engine oder was auch immer, wie heißt das jetzt, Ansible zum Beispiel, oder Docker-Images, dann wäre es unnötig, das komplette Dateisystem zu sichern. Dann sichere ich einfach eine Beschreibung dessen, wo ich hin will. Und wenn die Maschine wirklich kaputt ist, dann kann ich sie einfach frisch installieren und die Konfiguration automatisiert wieder ausbringen. Und andere Herausforderung, mobile Endgeräte, habe ich schon gesagt, da mag ich aber gar nicht viel dazu reden, weil da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Plan, wie da ein sinnvolles Backup funktionieren kann. Und bin zum Glück nur in der glücklichen Lage, mich nur darum kümmern zu müssen, dass diese Geräte auf das Mail- und Kalendersystem des Zentrale zugreifen können und mehr nicht tun wollen. Aber wer von seinem Mobil-Device irgendwelche speziellen Tools, Daten, sonst was hat, ist da wahrscheinlich auch in einer Bredouille. Angenommen, ich habe jetzt wirklich herausgefunden, was ein vollständiges Backup ist und was alle meine Daten sind, die zu sichern sind, dann ist die nächste Frage, was ist denn jetzt aktuell? Was reicht denn? Wie oft muss ich denn ein Backup sichern? Und wie ich schon gesagt habe, also das der häufigste Fall bei uns ist, dass am Helpdesk einfach aufschlagt, oh Mist, ich habe jetzt gerade die Datei im Ordner bla gelöscht und die hätte ich gern wieder. Und dann ist die Frage, na gut, wann war denn der letzte Zeitpunkt, wo die Datei in Ordnung war? Oder um 10 Uhr am Vormittag. Das ist dann eine Herausforderung. Klassisch macht man in der Regel, also die meisten Setups, die ich bis jetzt kennengelernt habe, da läuft ein inkrementelles Backup vom Fileserver jede Nacht und dazwischen haben die Leute halt einfach Pech gehabt. Möglicherweise müsste man das aber häufiger machen, vielleicht kann man stündlich Daten wegsichern. Vielleicht reicht es auch wöchentlich zu sichern, das hängt einfach von der Charakteristik der Daten ab und davon, wie aktiv die Leute sind, die damit arbeiten und auch wie vorsichtig sie sind. Ein ganz anderer spannender Punkt ist die Frage, wie lang hebe ich den Daten auf? Da gibt es Rahmenbedingungen, die sind mitunter weniger erfreulich, wenn ich zum Beispiel Finanzdaten 7 Jahre lang vorhalten muss. Wobei man da noch relativ gut unterwegs ist, wenn man im Gesundheitsbereich ist, dann sind das 30 Jahre. Und dem gegenüber steht dann natürlich noch eine gewisse Vertraulichkeit der Daten, die ich auch gewährleisten muss über diese Zeit. Dann gibt es die interessante Frage, da möchte ich einen Exkurs machen, vielleicht hat irgendjemand schon gehört, es wird dann relativ bald eine Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten und die regelt einige Sachen ziemlich explizit und neu, die bis jetzt nur so halb besprochen waren und im Zuge dessen war relativ,
vor einiger Zeit recht intensiv die Diskussion, ja, wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt ein Betroffener von seinem Recht auf Datenlöschung Gebrauch macht? Welche Daten von dieser betroffenen Person muss ich denn löschen? Da hat der Gesetzgeber gesagt, alle. Rückfrage, wirklich alle? Ja, alle. Okay. Ganz Gallien? Ja, ganz Gallien. Aber was heißt denn das? Ich habe jetzt Backups. Muss ich jetzt alle meine Backup-Bänder einlegen, alle Daten einlesen und dort die Daten wieder löschen? Ursprünglich hat es geheißen, ja, löschen heißt alle Daten löschen. Irgendjemand hat dann wahrscheinlich relativ hilfreich eingewirkt auf den Gesetzgeber und hat ihm das einmal auseinandergenommen. Weil wenn man sich das wirklich ernsthaft überlegt, was bedeutet das? Wenn ich jetzt ein Backup habe, das nicht gerade brandaktuell ist, also ich rede jetzt nicht von der letzten Woche, sondern ich habe zum Beispiel einen Webshop und da muss ich gewisse Daten 7 Jahre aufbewahren, weil es ja finanzsteuerrelevante Daten sind. Wenn ich jetzt von einem 7 Jahre alten Backup aus meinem Webshop Daten löschen möchte, heißt das, ich muss den Webshop, damit ich die Daten, ich muss die Daten ja so aus dem Backup löschen, dass die anderen Daten davon nicht betroffen sind. Das heißt, ich muss im Prinzip diesen 7 Jahre alten Webshop komplett wiederherstellen. Welcher Webshop läuft heute 7 Jahre unverändert? Ich muss also die Version der Software von damals wiederherstellen, die Daten einspielen, die Daten sind sie löschen und dann ein neues Backup machen. Das ist zum Glück eben jetzt insofern entschieden worden, also entschieden ist es noch nicht. Die Juristen würden natürlich sagen, das ist erst entschieden, wenn es ein Höchstgericht durchgefochten hat. Aber die aktuell gültige Meinung unter Datenschutzexperten ist die, dass man nicht die Daten auf allen Backups löschen muss, sondern, und jetzt wird es fast kafkaesk, man muss eine Liste führen, welche Daten zu löschen sind, wenn man das Backup wieder einspielt. Sprich, wenn, das ist ein Sickerer, ja. Aber wenn ich jetzt ein Löschbegehren stelle und sage, der Webshop von, ich weiß es nicht, Schuhfabrik XY, wo ich halt Schuhe online gekauft habe, möge bitte alle Daten von Göstas Mekal, die er hat, nachdem ich Einsicht genommen habe, löschen, dann werden die dem Löschbegehren nachgehen, werden sie im aktuellen Datensatz die Daten löschen und werden sie einen speziellen Datensatz anlegen, wo drin steht, Göstas Mekal hat verfügt, dass seine Daten gelöscht werden, deswegen sind bei Wiederherstellung der Backups zu löschen. Da. Ja, das sind dann personenbezogene Daten, das ist korrekt. Aber also man wird ja auch nicht anführen, welche Daten man nicht mehr ausgeben darf. Sinnvollerweise sind die Datensatz-IDs da drinnen, die es zu löschen gilt. Ja, also das ist ein kleiner Jetzt hat man dann eine Datenbank, die man wieder in der Datenschutzgrundverordnung vermerken muss, dass man dort vermerkt. Richtig. Natürlich. Also ich habe natürlich eine Datenbank mit personenbezogenen Daten. Das ist eine Verarbeitungstätigkeit nach der Datenschutzgrundverordnung und gehört ins Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aufgenommen. Das ist korrekt. Ja, also alles ganz einfach mit Backups. Ja? Gut, wir waren jetzt bei der Aufbewahrungsdauer, genau. Ja, und aufgrund der Menge und des Intervalls ergibt sich auch eine unschöne Zwickmühle, weil je größer die Datenmenge ist, die ich sichern möchte, und je kürzer das Intervall ist, desto schlechter geht sich das aus. Und je nachdem, auf welche Medien man sichert, Bandlaufwerke sind zum Beispiel sehr, sehr langlebig, also die Laufwerke nicht, aber die Bänder sind sehr langlebig und recht kostengünstig, dafür sind sie relativ langsam, kann das sehr lang dauern. Auf Disks schreibe ich schnell, das ist weniger schlimm. Und auch spannend eben bei der Durchführung des Backups ist, kann ich es einfach während dem Lauf in Betrieb machen. Also von einem File-Server die offenen Daten, also die aktuellen Daten wegziehen, das kann ich eigentlich im Dauerbetrieb, das kann ich relativ schnell tun. Datenbank, haben wir schon gesagt, sollte in einem konsistenten Zustand sein. Ja, dann sollten die Daten natürlich auch sicher sein am Backup, sonst hätte ich das sparen können. Ein sicheres Backup hat jetzt einerseits, also aus meiner Sicht mindestens 2 Aspekte. Das eine ist die Verfügbarkeit und was auch ganz gerne übersehen wird, ist die Integrität der Daten. Verfügbar heißt, ich muss die Daten in einem Schadensfall wiederherstellen können. Das heißt, ich muss die Daten haben. Das heißt, sinnvollerweise, ich bewahre sie an einem anderen Ort auf. Wenn Schadensfälle können, wir haben ja gesagt, der häufigste Schadensfall ist zwar der Layer 8, aber es gibt auch Szenarien, man muss jetzt nicht an den Ihren Axtmörder denken, der in den Serverraum geht, aber es gibt auch Szenarien, wo Umwelteinflüsse auf die Live-Systeme wirken. Ja, das ist auch noch eine kleine Anekdote, war ich in einer Papierfabrik in Oberösterreich, die hatten im Serverraum,
natürlich eine Klimaanlage und unter der Klimaanlage eine Niro-Wanne. Und von dieser Niro-Wanne ist ein kleines Kupferrohr in die Wand abgebogen. Ich frage mich, was das ist. Und unter dieser Niro-Wanne stand ein Server-Rack. Und die hatten einmal, also zum ersten Mal, erster Durchgang war, Serverraum wird zu warm, Server haben sich abgeschaltet. Also wir brauchen Klimaanlage. Okay. So. Kurzschluss im Server-Rack. Warum? Klimaanlage hat Kondenswasserproblem, tropft ins Server-Rack. Niro-Wanne drunter. Kurzschluss im Serverraum. Warum? Klimaanlage hat in die Niro-Wanne getroffen, Niro-Wanne ist übergelaufen. Kurzschluss im Server-Rack. Warum? Also dann haben sie das Rohr eingebaut. Dann, nachdem über dieses Rohr relativ wenig Wasser abgeflossen ist und recht doch auch in einem Serverraum Staub ist, hat sich Staub mit Wasser in diesem Rohr angesammelt. Es gab wieder einen Überlauf. Also es gibt einfach Sachen, an die man nicht immer unbedingt von Anfang an denkt und die eintreten können. Das heißt, wenn ich in dem Szenario in meinem Server-Rack meine Server habe und mein Storage und da unten mein Backup-Storage und es rinnt von oben das Wasser aus der Klimaanlage darunter, dann sind meine Server kaputt, meine Daten kaputt und meine Backups kaputt. Das ist der Grund, warum ich nicht wahnsinnig viel von Disk-to-Disk-Backup als einzige Maßnahme halte. Jetzt kann ich nicht sagen, okay, ich mache zweites Rack auf der anderen Seite vom Serverraum, dann muss der Serverraum schon geflutet werden. Die Papierfabrik stand nicht an einem Fluss, insofern ist das unwahrscheinlicher. Aber es gibt auch ein Hochhaus an der Donauplatte, wo sie Serverräume vermieten wollten, im dritten Untergeschoss, glaube ich. Und das haben die Mieter aus irgendeinem komischen Grund nicht akzeptiert. Donauplatte, ja, also direkt in Donaunähe. Es gibt ab und zu Hochwässer in Wien. Ja, das heißt, das sind alles gute Gründe, die Daten, die Backups der Daten an einem anderen Ort als die Live-Daten aufzuheben. Das ist jetzt je nach gewählter Backup-Methode einfach oder schwierig. Mit Festplatten ist es entweder einfach, weil ich sage, ich spiegel die einfach übers Netzwerk rüber und habe einen anderen, ein zweites Rechenzentrum oder die allmächtige Cloud. Oder ich habe ohnehin so wenig Backup-Daten, dass ich halt einmal am Tag einen USB-Laufwerk anstecke und das wieder mitnehme. Kann aber auch sein, dass es schwierig ist, weil die Datenleitungen für die Datenmengen zu langen Sicherungsintervallen oder Dauern führen würden. Bandlaufwerke sind da wieder cool. Ich bin irgendwie ein Band-Fan, das wird schon sein, weil ich die Tapes einfach rausnehmen kann. Und ich kann die in einem Datensafe lagern, ich kann die in einem anderen Standort lagern. Wenn ich die Backups auf den Bändern verschlüsselt habe, kann ich die zum Beispiel bei mir auch im Vorzimmer lagern, zu Hause. Ganz egal. Dann über die Haltbarkeit, ja, das ist auch natürlich interessant. Wenn ich jetzt meine Backups an sich 7 Jahre aufbewahren muss, oder meine Daten 7 Jahre vorhalten muss, oder sollte ich auch meine Backups 7 Jahre aufbewahren können. Und je nachdem, welche Medien ich verwende, wird es sehr schwierig. Also auf DVDs zu sichern, halte ich für mutig für 7 Jahre. Da sollte ich dazwischen 2-3 Mal die DVDs anschauen, ob die wirklich noch lesbar sind. Und da gibt es auch Tools, die Fehlerrate auslesen können, wo man dann die DVDs umkopieren kann, aber das ist sehr mühsam. Also Blu-ray gilt das selber natürlich. Also alle optischen Medien. Festplatten, ja, sind halt auch so schlechte. Also einerseits, wenn die Festplatten dauernd laufen, dann sind sie irgendwann tot, wenn die Lager kaputt sind, wenn die Motoren kaputt sind, wenn sie einfach irgendwann einmal versterben, was mit Festplatten zu tun. Wenn sie nicht dauernd laufen, sondern bei Bedarf gestartet und gestoppt werden, ist das auch nicht gut, weil jedes Mal starten der Festplatte natürlich enormen Stress zufügt und die dann irgendwann einmal nicht mehr starten. Auch Bandlauf, also auch Backup-Bänder leben natürlich nicht ewig und gehören richtig gelagert. Also Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und so weiter, das ist alles zu bedenken. Und spannend ist auch die Lebensdauer der Laufwerke. Das ist jetzt wieder ein Problem bei den Bandlaufwerken. Die Bänder, die Bandgenerationen wechseln doch von Zeit zu Zeit und ich kenne mittlerweile, ich weiß nicht mehr, wie viele verschiedene Backup-Band-Varianten, die als das tolle, neue und wichtige und immer bleibende Medium gepriesen wurden. Und ich habe nichts davon, wenn ich Backup-Bänder habe, aber das Bandlaufwerk, mit dem ich die Backups zurückspielen könnte, entweder nicht mehr verfügbar ist oder ein Interface hat, das es nicht mehr irgendwo gibt. Hat irgendjemand noch eine Narrow SCSI-Karte irgendwo stecken? Oder schlimmer noch, Omega Zip Jazz Drives, sonstige Dinge. Gibt es einfach nicht mehr. Das ist nicht lang her, 10 Jahre vielleicht oder so. Aber die Dinger gibt es halt nicht mehr.
Bei Bandlaufwerken ist das nächste Problem, dass die Bänder an den Köpfen recht schnell vorbeirauschen und dass die Köpfe mit der Zeit stresst und die dann halt auch irgendwann kaputt werden. Das ist, da muss man auch bedenken, dass das Laufwerk an sich irgendwann einmal verstirbt und dass man sich ein Laufwerk auf Lager legen sollte, um einen Restore oder rechtzeitig eins besorgen sollte, um einen Restore zu machen zu können. Jetzt ist aber gelagerte mechanische Hardware auch nicht ewig haltbar, weil diese Lager sind geschmiert, die wollen irgendwie bewegt sein und sich nicht festfressen, wenn sie lange nicht laufen und so weiter. Das ist alles relativ heikel. Was haben wir noch? Ja, das ist mein Lieblingsthema. Ist die Backup-Software überhaupt noch verfügbar, wenn ich meine Daten recovern will? Das ist jetzt bei TAR, ich weiß nicht, wie lange es TAR schon gibt, das wird es in den 60er Jahren irgendwann einmal geschrieben worden sein. Das ist jetzt nicht wirklich das Problem, das wird auch nicht so schnell weggehen, weil Daten bitweise 1:1 rüberschreiben, das ist nicht besonders intelligent, das ist das falsche Wort, nicht besonders raffiniert, das ist naheliegend, das wird man irgendwie wieder zusammenbringen. Aber ja, irgendeine Backup-Software, dieses Back-in-Time, das ich da vorhin genannt habe, also gerade im Desktop- und End-User-Bereich, und wie lange diese Software wieder verfügbar sein wird, weiß kein Mensch. Im kommerziellen Bereich, im Enterprise-Bereich ist das eher, also da gibt es längerfristige Garantien. Und dann kann ich, wenn ich weiß, mein Hersteller kündigt meine Backup-Software in einem Jahr ab, dann habe ich immer noch Zeit genug, um alle meine alten Daten, ist immer noch spaßig, umzukopieren. Sprich, die alten Backups wiederherstellen, den ganzen Katalog umzuschreiben auf die neue Version, wieder wegschreiben. Das ist aber auch kein Spaß. Zahlt einem keiner, die Zeit gibt einem keiner. Und ja, das möchte man eigentlich möglichst ersparen. Das wird ein Vorteil bei freier Software, die ist doch wenigstens noch verfügbar später, wenn ich den Source Code habe. Und was natürlich auch spannend ist, kann ich mit den Daten überhaupt noch was anfangen. Wenn wir jetzt irgendwelche Bücher von vor 20 Jahren wieder auflegen wollten, bin im Schulbuchbereich tätig, da ist das ziemlich unwahrscheinlich, aber ein Quark Express hat einfach niemand mehr. Und mit einer MS-Office-Datei von Word 5.5 heute in einem aktuellen Office ausschaut, will auch keiner mehr wissen. Und das sind noch die Trivialfälle. Jetzt, wenn ich an Buchhaltungssoftware denke oder im medizinischen Bereich oder also dort, wo es wirklich um heikle Daten geht oder um komplexe Daten, dann ist das durchaus ein Thema. Also da habe ich zwar meine Daten, aber ich kann nichts mehr damit anfangen. Und manchmal kann ich mit den Daten aber nichts anfangen, obwohl ich sowohl das Laufwerk noch habe, das Backup-Medium noch habe, die Software ist noch dieselbe. Alles wäre gut, ich habe die Daten erst vorgestern gesichert, spiele sie zurück, aber ich kann sie trotzdem nicht verwenden. Was ist jetzt passiert? Die Integrität ist verletzt. Es ist beim Sichern was passiert. Die Daten sind fehlerhaft gesichert worden, das Bandlaufwerk war schmutzig. Oder, weiß ich, ein Feinsystemfehler auf dem Disk-to-Disk-Sicherung ab. Bei Platten gibt es auch noch das Problem der Silent Data Corruption. Das ist auch im Bewusstsein eher ein junges Phänomen, das ja auch die Wahrscheinlichkeit, da gibt es von den Festplattenherstellern, gibt so wunderbar winzige Zahlen, wo sie sagen, ja, also ein Schreib- oder Lesefehler hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu weiß Gott wie vielen Millionen. Also unsere Festplatten sind unheimlich zuverlässig, aber das hilft mir nichts, wenn ich in meinem Storage-System 60 Festplatten drin habe, wo jede 4 Terabyte groß ist. Da habe ich einfach ganz, ganz viele Bits und jedes von den Bits muss in der richtigen Richtung sein und das ist wichtig, sonst sind meine Daten einfach kaputt. Und wenn ich zig Millionen Dateien habe und nur alle zig Millionen Mal passiert ein Schreibfehler, dann habe ich da ganz sicher eine kaputte Datei auf meinem Storage oder auf meinem Backup. Also auch das ist ein Problem, das ist tatsächlich ein großes Problem. Moderne Feinsysteme haben dagegen Maßnahmen, die mit Prüfsummen arbeiten und im Hintergrund immer wieder Prüfläufe machen. Ich kann mir natürlich beim Sichern der Daten mit Prüfsummen helfen und beim Rückspielen schauen, ob die Prüfsummen wieder stimmen und all diese Dinge. Aber bei den enormen Datenmengen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind auch winzigste Fehlerraten im Prinzip nicht mehr zu vernachlässigen. Dann sollte natürlich niemand an meinem Backup herumgeschraubt haben oder was getan haben. Deswegen sollte man Backups sicher verwahren, um die Integrität zu wahren. Wir haben Datensafe zum Beispiel, da sind die drin und der Schlüssel hängt nicht neben dem Eingang und liegt auch nicht unter der Fußmatte. Und ich sollte die Daten natürlich auch vor dem Zugriff durch Dritte schützen. Wir waren wieder bei unserem Datenschutzexkurs.
möglicherweise habe ich sensible Daten, Betriebsgeheimnisse, Intellectual Property, was auch immer auf meinen Daten. Die sollten also auch nicht einfach so von jedem lesbar sein. Verschlüsseln ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann sollte man aber erstens den Schlüssel gut aufbewahren, dass man sie wieder herstellen kann, sonst hat man sich nämlich seinen eigenen Krypto-Trojaner geschrieben. Und zweitens sollte man den Schlüssel nicht bei den Daten aufbewahren, sonst hätte es eigentlich gar nicht verschlüsseln brauchen, sondern hat nur CPU-Zeit verbrannt. Und das Hinterlegen von Daten oder Backups bei vertrauenswürdigen Dritten, da gibt es auch Fälle, zum Beispiel in dem Fall, wenn man sich Software programmieren oder anpassen lässt von Herstellern, die es nicht so mit freier Software haben, dann ist es oft schwierig, sich da irgendwas auszumachen, was passiert, wenn mein Lieferant nicht mehr da ist. Also wir hatten den Fall vor 2 Jahren, so eine Geschäftsprozesssoftware, die massives Customizing erfordert hat. Und die Frage war halt, naja, was ist, wenn es euch nicht mehr gibt? Wie kann man dann weiter tun? Weil wenn ich eine Software habe, von der ich niemanden mehr habe, der sie weiterentwickeln kann, dann wird es schwierig. Und da war das Agreement, ja, der jeweils aktuelle Stand wird in Form eines Backups bei einem vertrauenswürdigen Dritten, Notare sind da die gängige Wahl, hinterlegt. Und wenn das Konkursverfahren über die Firma eröffnet wird, oder da gibt es ein paar Klauseln in dem Vertrag, die habe ich gelesen, verstanden und danach wieder vergessen, also unter bestimmten Bedingungen bekommt dann der Kunde Zugang zu dem Programmcode, damit er damit weiter was anfangen kann. Das kann man jetzt, also das ist auch ein Spezialfall eigentlich von einem Backup. Das heißt, in dem Fall wird halt nicht, ist das Restore nicht für den eigentlichen ursprünglichen Datenurheber wichtig, sondern für den Nutzer der Daten. Über Wiederherstellen habe ich jetzt, glaube ich, schon immer riesig viel gesagt. Zeit ist auch nicht mehr wahnsinnig viel. Also, ja, Human Error, Softwarefehler, Hardwarefehler, es gibt die tausende Gründe, warum man Daten wiederherstellen können möchte. Die Fragen habe ich auch gerade alle vorhin, glaube ich, behandelt. Ja, was ich immer wieder gerne betone, ist einfach, das System, auf das ich wiederherstellen will, ist das zu dem Zeitpunkt überhaupt noch verfügbar oder sinnvoll nutzbar? Und ja, ein Szenario, das natürlich gerne an die Wand gemalt wird, wenn es um IT-Sicherheit geht, wenn es um IT-Strategie geht und solche Dinge ist, ja, was ist denn wirklich bei einem Elementareignis und wie können wir uns davor schützen, wenn jetzt, was weiß ich, das Bürogebäude, in dem unsere Server stehen, abbrennt oder unter Hochwasser hinwegrafft. Wie, wann, wo können wir da wiederherstellen? Also auch da gibt es natürlich, kann man sich natürlich Gedanken machen, da muss man sich auch überlegen, was muss ich alles sichern? Da ist dann wieder die Frage, habe ich alle Betriebssystemdaten, habe ich alle Programmdaten mitgesichert in einem vernünftigen Stand, habe ich meine Daten wirklich da, wie aktuell sind die Daten, wie viel tatsächliche Zeit verliere ich in so einem Fall zur Wiederherstellung. Man muss sich dann aber auch überlegen, was heißt denn das jetzt wirklich, wenn ich ein Unternehmen habe mit 90 Mitarbeitern und das Bürogebäude brennt aus, dann ist das meistens ja nicht nur die eine Firma davon betroffen, sondern mehrere. Und ich kann dann einfach hergehen und sagen, ja gut, im Wohnzimmer vom Geschäftsführer stellen wir jetzt einen Server auf und stellen die Daten wieder her und dann kommen die Leute und tun und machen. Man muss ja wieder Geschäftsräume bekommen, man muss eine komplette Infrastruktur wieder aufbauen und dann natürlich auch das Backup wiederherstellen. Aber das ist dann meistens eher ein untergeordnetes Problem. Und da ist dann nicht wichtig, ob das Backup 2 Stunden, 2 Tage oder 2 Wochen alt ist, sondern ob ich es überhaupt habe. Weil davon, also eine Betriebsunterbrechung durch Elementareignis wird sicher in der Größenordnung von Wochen sein. Und ja, also insofern muss man sich da auch nicht besonders fürchten, dass man jetzt kein stundenaktuelles Backup hat von dem Fall. Ja, Beispiel jetzt aus meiner Praxis, was heißt das? Wie gehen wir konkret damit um? Also von dem File-Server, auf dem jetzt so die typischen Excel, Word, sonst was Dokumente herumliegen, werden in unserem Fall alle 4 Stunden Snapshots von Disk zu Disk gemacht, für eben den Fall, dass er am Nachmittag wieder anruft und sagt, ups, meine Datei ist weg und am Vormittag war sie noch da
dann gibt es also irgendwo dazwischen einen Sicherungslauf mit ein bisschen Glück, wo die Datei da ist, und die von gestern ist auf jeden Fall da. Das Tool, das wir da verwenden, ist rsnapshot und gesichert wird auf Backblaze Storage Blocks. Das ist so ein kostenpflichtiges Festplattenhaufen-Ding. Das ist JBOD. Dann wird täglich inkrementell gesichert mit SAP eine Disk-to-Disk, also auf ein zweites Storage-System. Und da wird eine komplette Woche zusammengesammelt. Dann einmal in der Woche gehen diese Sicherungen raus auf Bänder. Die Bänder kommen raus aus dem Serverraum in den Datensafe, in den Keller, 7 Stockwerke runter. Und mittlerweile ist immer so, dass wir von jedem dritten Monat einen Bandsatz herausnehmen und aufheben. Diese Quartalssicherungen werden ein ganzes Jahr aufgehoben und jede Jahressicherung wird überhaupt aufgehoben und nie wieder angegriffen. Das heißt, wir schaffen jetzt generationsweise einmal im Jahr Komplettsicherung, dazwischen haben wir dann Quartalsfenster, zwischen den Quartalsfenstern Wochenfenster und dann kommen wir auf Tage runter. Was dann nämlich ganz gern vergessen wird, ist, wenn man sagt, ja, ich sichere eh einmal am Tag komplett und hebe dann eine Wochensicherung auf und von den Wochensicherungen hebe ich 3 auf und dann habe ich eine Jahressicherung. Da kann man sich relativ schnell Szenarien zusammen sammeln, wo man sagt, ja, ich habe die Datei zwar vor 3 Wochen erstellt, dann vor einer Woche gelöscht, bin aber heute erst draufgekommen. Sie ist noch nicht am letzten Quartalsband drauf, aber auf der aktuellen Wochensicherung auch nicht mehr, auf der Tagessicherung sowieso nicht, dann ist die Datei trotzdem weg, weil ich einfach dazwischen eine Lücke in meinem Backup habe. Also da sollte man sich beim Erstellen der Zyklen ein bisschen Gedanken machen, dass man sich da keine Lücken baut. Die Datenbanken sichern wir täglich auf die Disks und wöchentlich auf die Bänder und Betriebssysteme werden eben wöchentlich per Snapshot auf Disks gesichert und monatlich auf Bänder, wobei wir da nur 3 Generationen aufheben und keine Jahressicherungen machen, weil das alles freie Software ist, die wir da sichern. Das stimmt nicht alles, es sind ein paar Fenster dabei. Das ist so. Frage, die personenbezogenen Daten, sichert sie die mit dem gesamten Backup oder wo ist der Unterschied zwischen Projektdaten und personenbezogenen? Genau, also die Frage, ob wir einen Unterschied machen zwischen personenbezogenen und restlichen Daten, nein, machen wir nicht. Die Backup-Strategie gilt generell. Es wäre höllisch komplex, da jetzt auch noch einmal Rücksicht drauf zu nehmen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Personaldaten und die Buchhaltungsdaten von einer externen Firma gehalten werden. Das ist ausgelagert. Das heißt, wir haben also keine 7 Jahre Aufbewahrungspflicht von diesen, also haben wir schon, aber wir haben diese Verantwortung ausgelagert. Personaldaten haben wir auch ausgelagert. Die personenbezogenen Daten aus dem Webshop zum Beispiel, die sind in dem Sicherungskonzept drinnen. Und unterliegen natürlich jetzt dieser raffinierten Löschroutinen, Datenbanksgeschichte und so weiter. Ja. Aber es gibt keine Trennung zwischen Personen und Nicht-Personen. Naja, was ich meine, ist jetzt zum Beispiel eure Bücher, ja, sind sicher ein großer Datenpool. Die Frage ist, wäre es nicht sinnvoll, hier einen Unterschied zu machen zwischen Projektdaten, die keine personenbezogenen Daten beinhalten, gegenüber den personenbezogenen Daten, die vielleicht einen Bruchteil daraus machen? Ehrlich gesagt sehe ich den Nutzen nicht. Der Aufwand, oder sagen wir so, der Aufwand würde den Nutzen überwiegen, weil wir eine komplett getrennte Backup-Strategie haben müssten. Das bedeutet, dass wir natürlich ja, das Rausmigrieren der Daten von den Disks, also was bei uns zeitkritisch ist, ist tatsächlich das Rausmigrieren von der Disk-to-Disk auf die Tape-Sicherung. Eine Tape-Sicherung an einem Tag, das geht sich nicht mehr aus. Das haben wir einfach, wir sind deutlich jenseits der 20 Terabyte-Grenze und wir sichern auf LTO-6-Bänder, ich glaube im Moment sind 6 Bänder in einem Pool drinnen, die beschrieben werden, die sind in einem Tape-Roboter drin und der ist einfach etliche Stunden beschäftigt mit dem Sichern. Wir müssten jetzt einfach, also wir müssten, wenn wir die Daten trennen, müssten wir natürlich einen zweiten, also müssten wir separate Pools aufziehen, wir müssten separate Zyklen einrichten dafür. Ist natürlich alles möglich, aber ich sehe den Nutzen ehrlich gesagt nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was mir das bringt. Weil unsere Produktdaten, also die Bücher, die sind um Größenordnungen mehr als alle anderen Daten.
die laufen einfach mit. Die E-Mails, die Geschäftskorrespondenz, die Webshop-Daten, das ist Peanuts dagegen. Und dafür ist eine, also, ja, getrennte Sicherungsstrategie aufzuziehen, was der Vorteil davon wäre. Ja, vielleicht fällt irgendjemandem ein Argument ein, ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich damit beschäftigt. Ich habe mir gedacht, okay, wir haben Daten, wir müssen sie sichern und wir wollen sie so und so lange aufbewahren oder wiederholen. Habe einmal sehr erleichtert durchgeschnauft, wie mir klar geworden ist, dass wir eben weder Personal- noch Rechnungsdaten selber archivieren müssen. Was natürlich nicht heißt, dass man das vernachlässigen nach muss. Ich würde das auslagern an den Dienstleister, muss der natürlich auch entsprechend Garantien abgeben. Und die muss man als Auftraggeber einfordern. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo da der große Vorteil liegt, das zu trennen. Ja, das. Aber bei den Büchern, die sind ja nicht veränderbar. Das heißt, die werden nicht verändert. Doch, die Bücher werden verändert. Es sind nämlich in dem Fall Schulbücher und die werden gelegentlich an den neuen Lehrplan angepasst oder es werden auch Fehler ausgebessert ab und zu. Das ist dann nicht es gibt ein eigenes Buch, sondern das ist dasselbe. Das hängt von der Art und Menge der Änderungen ab. Also es ist natürlich so, dass wenn ein Buch rauskommt, dann ist es quasi die Version 1.0 und selbst Schulbücher sind nicht frei von Fehlern. Und die, so wie alle Produkte, reifen sie beim Kunden. Das ist böse. Aber es werden halt einfach Fehler gefunden, Nachdrucklegung immer noch. Und dann gibt's Neuauflagen, die dann korrigiert sind oder korrigierte Nachdrucke heißt es dann. Sind aber rein rechtlich immer noch die gleichen Bücher. Also in der Schulfraktion und Unterrichtsalltag gilt es immer noch als das gleiche Buch. Es stimmt schon, also wenn es eine Lehrplanänderung gibt, dann ist das eine massive Änderung und ist nicht das gleiche Buch. Ja, dann hat es vielleicht auch den gleichen Titel, aber es ist hat eine andere Schulbuchnummer und ist ein anderes Buch. Trotzdem arbeiten wir natürlich dann schon von den alten Daten wieder weiter. Also es gibt da natürlich, über Archiv habe ich jetzt überhaupt noch nicht gesprochen. Archiv ist eine ganz andere Kiste, weil ich ja möglicherweise meine Daten nicht veränderbar haben möchte oder haben muss. Aber das wird in der Arbeit sprechen. Und die Bücher sind dann mehrfach im Wochenbackup drin und im Monats? Oder? Die Bücher, also ja, die Backups sind also ein Wochensatz ist ein kompletter Satz. Ich kann jeden Wochensatz, wenn jetzt unser Szenario ist, wenn ein Elementarereignis eintritt, dann sind wir am Stand des letzten Wochensatzes. Also Elementarereignisse am Montag sind willkommen, am Freitag sind sie echt elend, wenn wir 5 Arbeitstage verlieren. Ich mag sie sowieso nicht haben, ich möchte es nie ausprobieren, aber also am Montag ist das Problem am kleinsten, am Freitag ist es am schlimmsten. Da vorausgesetzt natürlich, das betrifft auch die Disks. Unter der Woche haben wir natürlich die inkrementellen Sicherungen auf die Disks. Also die Strategie ist täglich inkrementell auf die Platten und nach dem Wochenende wird dann über ein paar Tage hinaus auf die Bänder rausmigriert. Gut, überzogen habe ich schon. Das ist gut. Ich glaube, dass du später anfangen. Wir haben ein akademisches und ein technisches und akademisches Viertel eingelegt am Anfang, ja. Dann danke ich für die stoische Gelassenheit und Aufmerksamkeit. Und wenn es keine Kritikpunkte und Fragen mehr gibt, dann würde ich gerne an meinen Nachredner übergeben.